liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, heute auf dem Gabentisch, wir machen weiter mit unserer Bockbiergeschichte als Zweitvideo. Und zwar hier gehen wir wieder mal einen kleinen Ausflug machen in Hessen. Und zwar zum Carolus. Carolus, der starke Doppelbock. Ja, ist schon mal eine ordentliche Packung, die wir hier haben. Was haben wir drin? Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Kein Hopfen. Und der ganze Spaß hat 7,5% Umdrehungen. Auweia, ich erwarte Böses. Aber mal gucken, was das Böckchen hier kann. So langsam reicht es aber auch, war mit dem Bockbiere. Also die ganze letzte Zeit baller ich hier nur Bockbiere raus. Ich glaube, die nächsten Videos, die wir machen, werden mal Mischbiergetränke sein. Ja, so irgendwie, so weiß ich nicht, irgendwas Mischbiermäßiges, Radler oder Fruchtbier oder ähnliches, weil ich brauche mal was Leichtes, ey. Die ganze Zeit hier jeden Tag immer nur Bockbier ballern, ey, da kriege ich ja Wecker mit Schucke hier. So. Ja, Etikett sieht ja schon mal ganz spannend aus, so ein bisschen traditioneller gehalten das Ganze. Carolus, okay, schön der Reiter da drauf, ne? Toll, Pferdchen, alles ist da. Originalbrauereiabfüllung. Ja, Binding Brauerei, also das ist ganz klar, da sind wir wieder in der Kategorie Industriestandard drin. Ja, und habe ich hier bei uns auch noch nirgends stehen sehen. Also das ist auch wieder so, wo ich schon mal ganz zufrieden bin. Ja, Frankfurt am Main, genau, steht auch nochmal drauf. Und ansonsten, ja, okay, noch ein bisschen Geschichte da drauf. So schaut das Ganze aus. So, ich habe trotzdem Bierdurst. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Ich hoffe mal, dass es nicht zu kühle ist für den Bock, aber sollte schon passen. Kapsel ist bedruckt, steht drauf, Binding. Und ja, würde ich sagen, lassen wir mal laufen. So, Entspannungsverdampfung kommt raus, ganz traditionell, ganz klassisch. Und los geht's. Ja, ist ein dunkler Bock. Kommt recht geschmeidig hinein. So. Oho, ist ein sattes Bier, Leute. Gibt sich als solches zu erkennen. Sieht schon mal ganz gut aus. Obwohl es jetzt gar nicht so ruppig war vom Einschank her, muss ich sagen, die Blume, also die ist schon mal locker zwei Finger breit. Wenn man jetzt noch ein bisschen ordentlicher einschenkt, dann kriegst du da auch locker ja, drei Finger breite Blume hin. Ich würde sagen, wir bewegen uns hier fein bis mittelporig. Das Ganze ist Cappuccino-farben, cremefarben, nicht schneeweiß. Geschuldet von den dunklen Malzsorten, die da drin sind. Keine Risse, keine Kraterbildung, also die steht richtig stabil. Ich würde sagen, Leute, 90 Sekunden Standard, schaut mal selbst. Ne? Sieht gut aus, also die hält richtig, die triggert mich schon an, das sieht wirklich toll aus. So, im Farbspektrum, wie sieht es da aus? Da bewegen wir uns, oha, interessant. Da ist immer so ein Braunton, ne? Das erinnert einen schon so ein bisschen an Bockbier. Aber im Farbspektrum geht es hier auch deutlich ins Rote rein. Das hier ist so ein Rotbraun, Freunde. Das sieht schon ein bisschen, das ist heller als eine Kastanie, ne? Das ist heller als Kastanienfarben. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen überrascht über diese interessante Farbe. Also das ist ein Rotbraun. Da ist ordentlich grelles Rot mit drin. Man könnte auch sagen, das sieht Kaminrot aus. Finde ich gut. Also wie sie diese Färbung dahin bekommen haben, keine Ahnung. Aber das sieht toll aus. Das Ganze ist filtriert, ist klar. Karbonisierung kann man erkennen, ist im durchschnittlichen Bereich. Schwebeteilchen sehe ich nicht. Das Ganze hat eine schöne Tiefe, sieht gut aus, ist jetzt nicht krass tief, ja, aber halt ein guter Durchschnitt. Und alles andere als verblasst oder gar verwässert. Dass es jetzt kein Hochglanz hat, ist, denke ich, klar. Ist eher ein bisschen matter gehalten. Was aber auch gut ist bei diesem Bierstil und was hier natürlich besonders auffällt bei der Optik, schaut euch mal diese schöne Farbe von dem Schaum an. Und hier mit diesem wirklich fast schon leuchtendem, ja, ich nenne es jetzt mal rotbraun, das sieht schon toll aus. Also dieser Rotstich da drin, es ist schon so fast blutrot, ne? Das ist schon toll. Also das triggert mich an, Freunde. Das triggert mich richtig an. Von der Optik, und Leute, schaut euch das mal an, die Blume, die steht da immer noch im Glas. Ich glaube, wir können hier fair und auch uns einig sein, oder? Dass das ein sehr ansprechendes Bier ist. Von der Optik, von der Ästhetik. 6 von 5/6 möglichen Punkten. Ich mag's. Es macht mir Appetit. Das ist schon mal schön. Aber gut, das Etikett ist ja auch rot, ne? Hier hinten ist ja auch rot. Das hat so eine ähnliche Farbe wie das Bier. Also, Carolus, der Starke. Sieht schon mal toll aus. Ja, ich bin mal gespannt. Mal sehen, wie es duften tut, ne? Ja, wahrnehmbar bis selbstbewusst vom Bouquet her. Malzkörper fokussiert, ist denke ich auch klar.
Aber das ist wieder so. Boah. Ja, leicht spirituos, ja, ist klar. Leichter Fruchtkörper, den man wahrnehmen kann, aber ja, es ist wieder so, wo ich sage, da ist wieder so dieser, ich nenne es jetzt mal Industriestandardgeruch drin, ne? So ein bisschen. Das ist so. Ich nenne es mal ganz vorsichtig unharmonisch, ja? Seid mir nicht böse, aber ich nenne es mal unharmonisch. Also von der Optik sieht es interessanter aus, als es duften tut. Aber naja, wollen wir mal schauen. Ihr Lieben, müssen wir probieren jetzt, oder? Bockbierzeit. Ich hab Bock auf Bockbier. Ihr Lieben, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh! Oh, warte, nee. Oh! Oh! Voll Deibel. Was ist das denn, ne? Oh, das ist aber penetrant, ne? Da ist aber nicht so wirklich Seele drin. Das ist eher so, oh, nee, lass mich bloß in Ruhe. Das Starke, ja. Also, vorweg, Freunde, eins kann ich euch jetzt schon verraten. Dieses Bockbier wird nicht mit in die Top-10-Liste reinkommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, jetzt haben wir natürlich das Dilemma, wo wir immer sagen, wenn wir vom Industriestandard Massenware sprechen, dann ist es zum Glück meistens so, meistens, dass man qualitativ dennoch und auch geschmacklich was Ordentliches auf dem Gabentisch zu stehen hat. Selten ist es der Fall, und in diesem Fall trifft es tatsächlich selten zu, haben wir aber dann auch Industriestandard, der so gar nicht geht, Leute. Und hier ist so ein Kandidat. Erster Schluck reicht aus, dass man sagt, so, nee, den zweiten möchte ich eigentlich gar nicht nehmen. Das ist dermaßen penetrant, Freunde, das ist wirklich furchtbar. Boah, aber gut, wir versuchen trotzdem so objektiv wie möglich zu sein. Aber das ist ganz klar, kann ich schon jetzt verraten, von allen, die wir bisher getrunken haben, auch von den Winterbockbieren, Bockbiere allgemein, das wird nicht mit in die Top-10-Liste kommen, weil da sind andere Kandidaten, die da noch eher reinkommen würden, die wir getestet haben hier. Oh, oh Mann. Boah, Leute, das ist eine Alkoholkante, ne? Also es erinnert mich gerade an Perlenbacher Stark aus dem Lidl, aus der schwarz-roten Dose. Wie kann ein Bier so traumhaft aussehen und so fürchterlich schmecken? Was ist denn da los? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also, versuchen wir es mal. Also. Attribute, wo bewegen wir uns? Dynamisches Bier oder gemütliches Bier? In diesem Fall sage ich weder noch. Für ein dynamisches Bier ist es zu stark vom Biertyp her, das ist unangebracht, weil normalerweise will man es länger im Mundraum haben und genießen, sich die Aromen entfalten lassen. Ich bin froh, dass es ein bisschen kühler runtergekühlt ist, weil ich möchte nicht wissen, was da noch Ekelhaftes zum Vorschein kommt, wenn man das noch länger im Mundraum behält. Das heißt, eigentlich will man es runterschlucken, weil man möchte das Bier nicht auf der Zunge haben, weil es einfach unangenehm schmeckt. Gerade im Verhältnis zu den anderen Bieren, die wir bisher hatten. Ja, also wenn du dieses Bier hier mit einem Wein Stefana vergleichen würdest, liegen ja Lichtjahre zwischen. Ja, das ist etwa so wie, weiß ich nicht, ja, nehmen wir mal die Wein Stefana Brauerei und die Daguna Brauerei. Ja, da liegen wirklich so, das sind Polaritäten, die da aufeinander stoßen. Aus diesem Grund ist es weder noch, es ist nicht dynamisch, es ist nicht gemütlich, sondern eigentlich so, eigentlich will ich es gar nicht trinken. Ja, also, was soll ich sagen? Vom Stil her ganz klar gemütlich. Ja, naja, ist auch immer eine subjektive Geschmacksfrage. So, und dann gehen wir mal weiter. Malzkörper. Unharmonisch. Ungetreidig, bappig, ekelhaft bappig, furchtbar bappig. Irgendwie so eine,
modrige Holznote ist da auch wieder mit drin. Furchtbare Alkoholkante, die penetrant nach vorne kommt wie Billigbier. Und dieser ekelhafte Hopfenextrakt, der ist ja wirklich für die Deibel. Nee, Freunde. Kurz davor fürs Toilettenbecken. Das ist kurz davor. Also, ich trinke es nicht weiter, Freunde, weil ich möchte mir meine Geschmacksknospen nicht kaputt machen. Also aus diesem Grund, Carolus der Starke, Doppelbock. Von der Aufmachung her sieht es gut aus. Vom Bier, von der Ästhetik, vom Aussehen her sieht es richtig geil aus. Es macht einen richtig Appetit. Der Geruch, naja, vom Bouquet her lässt es schon erahnen, in was für einer Kategorie Bier wir uns da befinden. Ist erstmal noch nichts Negatives, aber man hat schon mal so einen Vorgeschmack. Erster Schluck reicht aus und man weiß, mit was man es zu tun hat. Mit einem Bier absolut Massengeschmack tauglich, wobei das in Anführungsstrichen und einfach lieblos zusammengeklattert. Da ist keine Seele drin, im Körper ist irgendetwas zu finden, aber das ist nicht harmonisch, das ist nicht fein abgestimmt, keine krassen Aromen, da wo man wirklich Spaß mit hat. Gerade bei Bockbier, wo ein schöner Malzkörper erwartet wird, eine schöne Fruchtigkeit erwartet wird, Gehaltvolligkeit erwartet wird. All diese positiven, schönen Attribute, die so ein Bier, ein Doppelbockbier mit sich bringt, finden wir hier zwar vor, aber absolut unharmonisch. Das ist einfach zusammengekleckert, da hat man sich jetzt nicht große Gedanken gemacht. Ich sage immer so, das ist kein Handwerk, das ist einfach nur Knöpfchen drücken. Der Computer mischt da irgendein Brauverhältnis zusammen, ab in die Flasche, rein zu dem Verbraucher. Sind da eh alles keine Hedonisten, den können wir dann auch scheiße verkaufen. Und genau das haben wir hier. So, und das ist halt, da wir ja zum Glück in Deutschland einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard haben, wo wir wirklich auch geschmacklich super Biere für einen kleinen Geldbeutel bekommen, dass ich sage, das hier fällt dann leider durch. Ich finde das immer traurig, Biere schlecht bewerten zu müssen. Aber es geht halt immer noch eine Nummer schlechter. Und wenn ich mir halt jetzt überlege, dass im Aldi das Schultenbräu Winterböckchen ein Diamant ist gegen das, was da jetzt drin ist, denke ich da an Bitburger, das Winterböckchen. Da sehe ich auch, da ist ein Diamant im Gegensatz zu dem, weil da steckt Aroma drin. Da ist First Class, das ist das Interessante, das ist das, was die Zunge mag. Aber das, Leute, das ist bappig. Das ist ja ekelhaft. Wenn er schon Hopfenextrakt verwendet, dann macht es so, dass man es nicht rausschmeckt. Aber das ist einfach lieblos, Leute. Und ich bin wirklich, ja, ich nehme nochmal einen Schluck. Das ist kurz davor, dass es ins Toilettenbecken wandert. Kurz davor. Man kann es noch trinken, aber das ist nichts. Freunde, müssen wir bewerten. Ich finde es immer schade, Biere schlecht zu bewerten, aber es ist immer eine Geschmackssache und ich konnte damit hier gar nichts anfangen. Deswegen 1 von 5/6 möglichen Punkten, das war nichts, Freunde. Ich gebe keine Empfehlung raus, da gibt es in Deutschland bessere Biere, hundertprozentig. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bin gespannt, was ihr dann in die Kommentare schreiben werdet, was ihr für mit dem Bier hier für Erfahrungen gesammelt habt. In dem Sinne, ich bin draußen. Ciao, euer Biersüffler. Oh, Schulz. Mein Gott, jetzt ist aber gut mit dem Bier. Ciao.